Alô, alô? Adesso si avvia. Alô? Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Batman Arkham Knight. Spaß und es geht los. Habe ich schon. Achso, da ist eine nette Person. Danke. Dann gibt es aber nicht mehr wieder. Ja, es ist da. Cobra Panzer erledigt. Halten Formation. Auf eine geballte Ladung Schmerz gefasst, Batman! Immer der gleiche Schnee. Lustig wie Kopfschmerz. Alles sauber hier im Sektor. Suchen Sie weiter, Sergeant! Gesichtet.
Wo wie genau? Ich weiß. Hab ihn verloren! Wir haben die Leute! Zeig ihn raus! Bist du auch bestimmt deppert, Frage? Wie ist der Status, Sergeant? Unterwegs, na, etwa 2 Kilometer südlich der Zielposition. Ja, ein paar Minuten, 10 Minuten. Minuten. Batman hat eine Schattendrohne getroffen. Wir haben ihn verloren, Sir. Nichts hier. Unser Moment wird kommen. Wir werden seine Leiche durch die Straßen schleifen. Ja, das ist, oh, da musst du den Schuss genau timen und das ist wirklich schwer. Ja, das weiße Licht hat schon aufgeleuchtet. Wenn das rot, jetzt ist es weiß. Wow, Alter. Naja, fast groß.
Gegenschlag! Ich fürchte, 5 Panzer waren nicht genug. Drohne konnte kein Ziel ausmachen. Weiter mit der Patrouille, Commander. Sir. Schalte den Raketenwerfer aus, nachdem ich die Panzer zerstört habe. Primärziel hat Drohneneinheit in Riker Heights ausgeschaltet. Einsatzteam Delta auf dem Weg. Sie nähern sich dem Zielgebiet. Du sitzt in der Falle, dunkler Ritter! Ein guter Kampf, aber jetzt... Dach ist sauber. Ziel ist im Kontrollraum. Rücken vor zum Sichern. Hände weg, Lieutenant. Er gehört mir. Wie steht's? Nein. Nicht. Okay, okay. Ich geh mal auf. Wo ist er hin? Fahrt den Schutzschild aus. Überwacht alle Zugriffspunkte. Wirklich? Er hat euch Jungs schon seit langem kommen hören. Diese Spitzohren sind nicht nur Show, wisst ihr? Ja. Sir, der Werfer ist sicher. Solange wir den Himmel beherrschen, wird er ihn nie finden. Oh, oh Gott! Nicht mehr noch im Zeitplan. Oh, wer bist du? Noch nicht, dunkler Ritter. Wir machen dich kalt. Hast du einen Namen? Leider nicht, Sir. Von den Patienten aus Arkham, die nicht wieder eingefangen und nach Arkham City geschickt wurden, ist niemand in der Lage, solch einen Angriff zu organisieren und anzuführen. Er ist kein Guy. Sir? Du hast mich... Das dürften sehr viele... Ich weiß, Alfred. Ich zähle darauf, dass du die Wahl eingrenzt. Alfred, die Raketenwerfer des Arkham Knight sind zerstört. Ich rufe den Batwing und starte die Suche nach dem Cloudburst. Lade die Ergebnisse in den Uhrenturm hoch, wenn es soweit ist. Okay, jetzt da wir mit Kriegsspielen fertig sind, lass uns etwas Spaß haben. Wir wechseln uns ab.
Du machst irgendwelche, keine Ahnung, Tatortuntersuchungen oder begibst dich auf Riddlers neurotastische Schnitzeljagd und ich fahre ein paar Leute mit dem Batmobil platt. Ich verspreche dir, dass ich dir wieder die Kontrolle über deinen Körper überlasse, sobald ich fertig bin. Steuerung des Kommandanten finden und den Kontrollpunkt ausschalten. Thank you.
Nachricht rechtzeitig die ganze Stadt durchkämmen. Er wird es dann schon herausfinden, wenn es soweit ist. Das ist besonders genial, Detektiv. Dafür brauchst du... Was? Jetzt schon? Thank you.
Ash. Die Flugdrohnen auf Founders Island wurden zerstört. Der Luftraum ist frei. Danke, Batman. Ich werde die Hubschrauber sofort losschicken. Suchen, Batman? Du wirst erneut scheitern. Thank you.
Zeit, Detektiv. Und ich setze auf die Zeit. Lieutenant weniger. Viele können nicht mehr übrig sein. Ha ha.
euch her, ob diese ganze Geschichte eine Art psychologisches Experiment ist und wir nichts als Schachfiguren in einem kranken Spiel? Sag's mir mit der Scheiße jetzt. Hey Bruce, ich habe einen Truck nahe der Mercy Bridge entdeckt. Ich bin einfach zu gut. Gute Arbeit, Nightwing. Er wird uns zu einem Versteck führen. Wir werden dem Pinguin heute das Geschäft versauen. Verliert nicht gegen den Zweitligisten. Nicht zu glauben, dass ich wieder aus mit Ivy arbeitet. Die hat mich im Asyl in meiner Gehirnwäsche unterzogen und ich laufe immer noch ungern über alles. Real ist sogar eine Klasse höher als Bastards. Die Drogen hätte ich auch gern, bist du deppert. Ein Monat das. Ja. Fünf Jahre will er noch spielen, bin gespannt. Jetzt kommen die Krassen hier. Yeah.
Sackner. Ah, das ist schade. Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Exzellente Arbeit, Sir. Wie immer. Hör auf zu versuchen, diese Stadt zu retten, Batman. Sie ist bereits verloren. Vorbei, Firefly. Niemals! Gotham wird brennen und du mit ihm! Was alles verbrennen!
Arkham Knight. Das Hängen in 3, 2, 1.
zwei Drohnen im Anflug. Eine ganze Menge. Greifen mit mehreren Einheiten an. Ihr entkommt uns nicht. Jetzt ein. Bestätigt. Endliche Treffer. Komm. Drohne getroffen. Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Ich bin mir nicht sicher, was die Miliz mehr bedauern wird. Den Verlust der Bombe oder all dieser Panzer? Ich werde meine Freude daran haben, dein Auto zu überholen, Batman. Und zwar mit dir drin. Gasmasken helfen nicht, weil das Toxin zu stark ist. Ausbrennen!
starke Verbrennungen, schartige, ledrige Haut, der hübsche, wachsartige Schein. Müsste ich wählen, Verbrennungen wären mein liebstes Narren gewesen. Naja, Verbrennungen und seelische Narren. Nicht wahr, Lucy? Wieso regen sich die Ei wieder? Wieso arbeitet Ivy jetzt mit der Fledermaus zusammen? Komplette die Echse. Anfang nicht im Ernst. Dann der nächste zweifache Hall of Fame. Yep, und China kommt in die Hall of Fame. Und sie meinen dann aber, dass wie viele Ringe der Taker dann wohl bekommt. Was hat das? Aber sich wegen China aufregen, die war auch bei den Gegnern. Two-Face, Mann. Er hat auch früher Harveys Männer zusammengegeben.
nur bei Xbox. Aller Jube, aller Jube. So, ich geh wie später gleich wieder. Ich hab mich schon gefragt, wie lange es dauert, bis Dan sich blicken lässt. Das unerforschte Leben ist nicht lebenswert, Detektiv. Warum also lasse ich mir von dir so auf der Nase herumtanzen? Machen, also. Du bist ein Lügner und Betrüger. Ein verkleideter Kraftprotz mit teuren Spielzeugen. Bester Detektiv? Ich die Farben. Trotzdem glauben, dass jeder von Gotham bis Star City. Ich erzähle und die schwarz-weiße kann ich nicht herunterladen. Verkleidete Dilettanten, geduldet von intelligenten Überlegenen und noch das letzte Fünkchen Dankbarkeit, Würde und Respekt stehlend. Die ich dich sprichwörtlich ich und wahrscheinlich auch tatsächlich runterspült werde. Mit Familie, ja, aber vielleicht. Das Ziel dieser aquatischen Untersuchung könnte nicht einfacher sein, Detektiv. Senke den Wasserspiegel. So. Zunächst allerdings ist es Zeit für ein Rätsel. Löse dies, Detektiv. Was tun Fledermäuse beim Heimkommen? War ja eigentlich wie auch nur Retardung. Dann war es auch mit Bulldog und Rollenhardt. Detektiv, hast du Todessehnsucht? Ist es nur die Unfähigkeit, dir diese zu erfüllen, die dich so lange am Leben gehalten hat? Was? Puh. Das kann ich dir jetzt nicht. Batman. Das Wasser ist zwar flacher, aber zu tiefgründig für dich. Sieh dich an, Detektiv. Du hängst in dieser grässlichen Maschine rum wie ein potthässlicher Kronleuchter. Er hat sich auch umgebracht, gell? Der wird erschossen, oder was? Weißt du, Detektiv, wenn ich den Ankerpunkt manipuliert hätte, könntest du jeden Moment tot sein. Moment. Oder Drogen. Herzinfarkt. Aber wo bliebe denn da die Genugtuung? Du wirst dein eigener Henker sein, Detektiv. Ganz ohne Frage. Und was? Warum feierst du nicht mit meinem Freund? Das ist doch viel gefreut. Natürlich habe ich miese Tricks und einen schnellen Tod in Betracht gezogen, Detektiv. Aber nein, ich werde dich fair schlagen. Ich lasse dich gegen mich antreten und lache über dein erneutes Scheitern. Du bist Superstar oder das Company, so wie es ist. Das ist ja auch Mensch. Du musst dann trotzdem weitermachen, wie wenn du
gewesen. Großartig, du erreichst gerade so exakt die Werte, bis heute gestorben ist. Meine gleichen Vorhersagen. Das war nicht höher, wenn du raus bist. Können wir nicht was anderes spielen? Das wird langweilig. Na gut, heute wäre das viel. Das wäre schon viel früher heute. Na, hoffentlich schummelt Eddie jetzt nicht. Gut, wenn sowas passiert, trotzdem, ne? Und da heißt es immer, schwarze Katzen brechen Pech. Noch ein Schlüssel. Gut gemacht. Natürlich verlierst du ja sofort so, alle deine neuen Leben. Alles eingeplant, einstudiert und dann. Ja, das ist halt das Leben. Noch eine Tür geöffnet. Überraschung. Der Dings lebt ja noch, der Raven, ne? Ja. Ja. Und am Anfang sind wir doch früher. Aber die machen wir verwechselt. Ich war schon immer der cleverste im Raum, Detektiv. Und was? Musste sämtlichen Hohn und Spott von jenen ertragen, ja, deren jämmerliche geistige Fähigkeiten das zu erfassen nicht in der Lage waren. Und dann kommst du nach Gotham, verwirkst deine kognitiven Fähigkeiten, die denen eines durchschnittlichen Raufbolds nur knapp überlegen sind, unter der Maske eines tapferen Helden, und die Menge jubelt dir zu, jubelt zum Waisenhaus hält. Es wird Zeit für einen Test mit dir und Catwoman. Entweder wirklich, wer das gern macht, oder wir, ja. Sir, ich sende Ihnen die Position eines Panzerwagens. Die Lieutenants der Miliz geraten in Panik. Lassen Sie nicht nach. Zuerst muss ich das Gebiet sichern. Nein!
Das ist blöd, da wo das ist zum Aufnehmen, ne? Der Balken ist genau da wo steht zum Verfestigen. Ja, komm, ich werde an der Ecke hin. Nochmal hin, du Hurensohn. Der Miliz sind so gut wie erledigt. Noch einmal anspucken brauchen wir Bett und Bett. Getroffen.
Hab eine Rattler verloren. Primärziel getroffen. Jetzt erledige ich ihn. Drohnentelemetrie offline. Schlag zurück! Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Kontrollierte Explosion erfolgreich. Die Miliz hat ihre Bombe verloren. Du hast mir nichts verliehen, Batman. Den vermissten Feuerwehrmann in Russia finden. Ich werde ihn nicht sterben lassen. So verbissen. Auf. Hast du Angst?
dieser beschissenen Knarre! Punch. Hilf mir, Batman! Da bin ich wieder. Hatte nicht erwartet, dass jemand kommt. Du schon gar nicht. Sie waren der Letzte, der den Chief gesehen hat. Was ist passiert? Ich wurde eingeklemmt bei dem Unfall. Ich spürte die Flammen an meinen Füßen. Und meine Stiefel sind geschmolzen. Als nächstes wurde das Fenster über mir eingeschlagen und da war der Chief und zog mich raus. Der Truck würde hochgehen, aber er gab nicht auf. Ich sah, wie sie ihn zum City Vision Gebäude zerrten. Bitte, du musst ihm helfen. Das werde ich. Bleiben Sie hier. Ein Officer ist auf dem Weg. Panzerwagen ist erledigt. Ich empfange vereinzelte Funksprüche. Wie angenommen, herrscht Chaos bei den Milizkräften. Gut gemacht, Sir. Fantastisch. Hat er es noch nie zu tun. Der spielt in einer ganz anderen Liga. Er hat genug Panzer.
Panzer, das weiß ich. Es fühlt sich ja an wie ein scheiß Kriegsschauplatz. Glaubt eine riesige Pflege.